Wir sollten bald ankommen. Was siehst du noch? Wo die Hütte in Hebe finden? Ach. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ah. Wir haben es. Wir sind da. Puh. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Nein, heute wird es nicht um die Thales gehen und so. Das war jetzt einfach nur, weil sie gerade mit dem Modpack drin ist. Heute beschäftigen wir uns mit einer Map, und zwar die ICBM Classic Mod. Eine sehr außergewöhnliche Mod, die sehr, sehr explosiv wird, meine Damen und Herren. Und wenn ich explosiv sage, meine ich auch explosiv. Und ja, wir sind hier in einem sehr schönen Wald und ja, genau. Also das macht die Mod, wie ich schon gesagt habe, sie ist sehr explosiv. Wir haben Raketen, wir haben TNT, wir haben Granaten, wir haben TNT Minecarts, wir haben Turrets und noch viel mehr. Ja, zuerst mal, wir haben verschiedene Arten von Explosives hier drin. Und zwar können wir mal ein Beispiel der Raketen angeben. Wir haben zum Beispiel Tier 1 Raketen bis hoch zu Tier 4 Raketen. Tier 1 ist in diesem Fall eher so, ja, so das untere Explosionskraft. Und Tier 4 ist dann schon fast so halb zerstört, fast die Welt, sagen wir mal. Ja, zuerst mal, sehr wichtig für euch, ihr könnt diese Mod nicht spielen, wenn ihr nicht eine andere Mod dabei habt, die Energie erzeugen kann. Wir reden jetzt nicht von Redstone, sondern wir reden jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt hier von, genau, Thermal Series habe. Da ist zum Beispiel, gibt es sogenannte Dynamos und so, die können Energie erzeugen. Und zwar so Redstone Flux, und das ist natürlich wieder was anderes. Aber ja, gut, ich würde sagen, wir können mal schauen, was die Mod hinzu zu bieten hat. Wir haben auf jeden Fall schon mal verschiedene Launchpads und die sind wichtig für die Raketen. Wir haben zum Beispiel hier ein Tier 1 Launchpad. Ist eher so grünig gehalten. Da könnt ihr auch wirklich nur Tier 1 Raketen reinmachen. Dann haben wir ein Launchpad für T2 Raketen. Sieht dann so aus, so ein bisschen fortschrittlicher, rot. Und wir haben ein T3 Launchpad. Das Gute an dem T3 Launchpad ist, da könnt ihr auch T4 Raketen reinpacken, warum auch immer. Gut. Um dann noch ein, über starten zu können, braucht ihr hier diese Controllers. Für Tier 1 gibt es einen grünen, für Tier 2 gibt es einen roten und für Tier 3 gibt es einen blauen. Wenn wir jetzt noch die Genauigkeit einer Rakete verstärken wollen, gibt es auch sogenannte Support Frames. Ihr werdet sehen. Und bauen jetzt einfach mal dahinter. Platziert ihr dann einfach ganz stumpf hinten dran. Genau. So. Jetzt kommt die Sache. Wie tun wir... Wir haben ja hier diese ganzen Items. Eine Radargun, den Remote Detonator, Laserdisc und so weiter. Was wir erstmal brauchen, ist eine Radargun. Mit der Radargun könnt ihr jetzt erstmal einen Ort aussuchen, wo ihr die Rakete denn launchen wollt oder runterkommen lassen wollt. Ich würde dafür jetzt einfach mal hier neben dem kleinen Dalek einfach mal hier den Ort auswählen. Wenn ihr rechts klickt, dann sagt GPS Data Saved und dann könnt ihr jetzt hier zu den Support Ramps gehen oder zu den Launchpads. Wir fangen erstmal klein mit Tier 1 an. So. Target Data Transformed into Tool. Wenn ihr jetzt hier reingeht, seht ihr, wir haben, sagen wir mal, ein kleines Menü. Da könnt ihr auch nochmal die Koordinaten nochmal selber eingeben, wenn ihr wollt. Und ihr könnt launchen. Aber es geht nicht, denn er sagt ja, unzureichende Energie. Und deswegen kommt jetzt hier, und da nehmen wir einfach mal das Magmatic, weil das ist am einfachsten zu bedienen. Das Einzige, was es braucht, ist Lava. Also nehmen wir uns ein paar Lava-Eimer und füllen das ganze Ding auf. Jetzt könnt ihr mir auch schon sehen, die Dinger erzeugen so langsam Energie. Gut, jetzt können wir mal hier gucken. Mr. Silo ist leer. Genau, wir sollten vielleicht mal kurz den Baum hier fällen, denn ansonsten, ja, könnte das Ding etwas kaputt machen. Gut. Also, Missile Silo ist empty. Was haben wir denn für Missiles? Wir haben zum Beispiel, wir können erstmal nur Tierbonds benutzen, also wir haben einmal die konventionelle Missile. Und die ist ein bisschen mehr zerstörerisch als die normale Version vom TNT. Wir haben die Shrapnel Missile. Die explodiert anscheinend in ganz viele Metallstücke.
Dann haben wir eine Incendiary Missile, die tut alles verbrennen. Dann haben wir eine Debilitation Missile, die tut alles um sich herum desorientieren. Okay, bin sehr gespannt drauf. Dann haben wir eine chemische Missile, ja, und du kannst sie nicht bekämpfen, wenn du nicht atmen kannst. Ja, gut, ne? Eine Anvil Missile. Okay, what's up, Doc? Eine Repulsive Missile, die jeden wegstößt. Und eine Attractive Missile, die alle anzieht. Das brauche ich auch mal bei den Mädels. Naja. Gut, fangen wir mal an mit der konventionellen Missile. Wir platzieren die jetzt hier rein. Und so sieht das aus. Und wenn ihr sie jetzt launchen wollt, dann drückt ihr einfach hier auf Launch. Und da fliegt sie. Und ja, davor ist er eingeschlagen. Nehmen wir mal die Shrapnel Missile. Bin mal gespannt, was macht die. Wir fliegen mal zum Zielort. Sieht einfach mal geil aus, wie die gelauncht wird. Ah ja. Gut, dann haben wir die Incendiary Missile und die verbrennt alles. Also ich denke mal, ich platziere Lava. Ich habe es vergessen. Okay, man kann anscheinend doch launchen, ohne die Koordinaten neu einzugeben. Oh. Ja gut, ne? Als nächstes haben wir die Depilation Missile und das tut das hier orientieren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bin ich sehr gespannt. Ha, chemische Missile. Kannst nicht kämpfen oder kannst. Was kannst du? Du kannst es nicht bekämpfen, wenn du nicht atmen kannst. Ja, da bin ich mal gespannt. Feuer! Hat denselben Sound. Ah ja. Und die sterben an Vergiftung. Auch gut. Okay, also eine Schäbschnitt. Man sieht sie nicht. Das ist das Gefährliche. Dann haben wir eine Anvil Missile. Oh, jetzt bin ich gespannt. Da kommt sie. Ah. Und sie hat ganz viele Anvils platziert. Und ihr seht, die Genauigkeit nimmt ab. Okay, ja, Anvil Missile platziert ganz viele Anvils. Cool. Dann haben wir die Repulsive. Das war die, die alles wegstößt. Ne, ja. Da kommt sie. Und die macht noch ein bisschen Flächenschaden. Okay. Anscheinend, ja gut, da kann man jetzt nicht sehr gut erkennen. Aber wir werden es jetzt bei der Attractive Missile wahrscheinlich sehen. Na komm. Ah ja. Ihr habt das gesehen. Gut. Genau, das sind alles die zwei. Wir haben einmal die Fragmental Missile. Keine Ahnung, kann ich nicht übersetzen. Habt ihr jemals über den Plug gehört? Die Sonic Missile, who needs to be a ninja to sneak in after it mit Deutsch. Also die macht sehr viel Krach und die Breaching Missile, wenn du mal eine Tür brauchst, gut. Und die Thermobreak Missile ist eine Mini-Nuke. Okay, dann speichern wir mal unsere Location hier auch drin ab, ne? Tun wir mal die Fragmente rein. Okay. Anscheinend können wir die nur von Tier 3 loslaunchen. Okay. Also Mr. Silo 1 und 2 sind anscheinend nur für die Tier 1er gedacht, warum auch immer. Okay, das war ein wenig sehr zerstörerisch. Machen wir weiter mit der keine Ahnung. Hast du jemals über den Plug gehört? Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich Biomüll oder so. Biomüll incoming! Oh Gott, okay. Joa, das macht der Plug.
Ja, hierzu kommen wir noch übrigens. Machen wir weiter mit der Sonic Missile. Die ist anscheinend nur sehr laut. Das werden wir ja mal sehen. Ja, etwas laut, sagen wir mal so, ne? Gut, dann die Breaching, das war, wenn du mal eine Tür brauchst. Ah, es gibt einfach ein 3x4 tiefes Loch. Okay, gut zu wissen. Da haben wir noch die letzte und das ist die Thermobaric Missile und die ist eine Mini-Nuke oder so viel wie sie am nächsten drankommen kann an die Mini, an der Nuke. Okay, dann bin ich mal gespannt. Renn mit dir. Nein, das ist jetzt. Ja, okay. Ja. Okay, Nukleare. Ich bin sehr nuklearhaltig. EMP, over 9000, nicht mehr. Exothermik, wenn du dachtest, die Sonne war heiß. Endothermisch, sie nennen mich Mr. Frost. Antigravitation, ich denke, deine Base sieht besser in der Luft aus. Und NMS, let's relocate. Also, lass uns deine Base irgendwo anders hinschaffen. Und Hypersonic, es tut mir leid für deine Ohren. Okay. Packen wir zuerst mit der Nuklearen. 3, 2, 1. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. Es sorgt ja auch einen Weg, Obsidian zu farmen, sagen wir mal so. Wenn wir mal hier auf der Karte vergleichen, das war die. Na, Vergleich zu Nuklear und das war eine Nukleare. Dann haben wir die exothermische. Wenn du dachtest, die Sonne wäre heiß gewesen, dann müsst ihr jetzt sehen, was diese Missile kann. Eieiei. Bin gespannt. Oh. Okay. Und dann hat die Sonne gerade ihre gesamte Kraft hier auf die Erde einwirken lassen. Das war ja geil. Ey, das sah cool aus. Okay, dann tun wir mal die endothermische, also das Gegenteil, die kalte. Lass mir mal alles einfrieren. Da wo gerade alles brennt, lass mir alles einfrieren. Jetzt bin ich mich sehr gespannt. Spannend, da kommt nämlich noch was von oben. Oh, cool. Ah ja, genau das Gegenteil, wie ich vermutet hatte. Also er zieht die ganze gesamte Kraft aus dem Mond und lässt hier alles einfrieren. Oh, das ist geil gemacht. Ist schon cool. Oh, da war gerade irgendwas im Himmel. Das sah geil aus. Gut, dann gehen wir über zur Antigravitation. Jetzt bin ich sehr gespannt. Antigravitation, das wird bestimmt geil aussehen. Lass mir noch mal diesen Ort da neu positionieren. Oh, lag. Ach du Scheiße, das lag. Ja gut, das Spiel ist gerade mal abgestürzt, ne? Okay, wir sind zurück nach einem kurzen Spielabsturz. Da habe ich mal kurz eine andere Welt aufgemacht. Und es geht weiter mit der Endermisse. Wir nehmen einfach mal hier das schöne Dorf. Gut, und jetzt packen wir die Endermisse rein. There we go. Oh, ich befürchte was nicht Gutes. Oh, ich verstehe schon. Der spawnt Enderman, die dann
langsam die Blöcke nach und nach. Okay, ja gut, das ist irgendwie langweilig. Gut. Dann haben wir noch die Hypersonic Missile. Okay, egal, renn damit und ab geht die Post. Es wird jetzt wahrscheinlich sehr laut. Ja, und das Game ist wahrscheinlich wieder gecrashed. Okay, gut. Gehen wir über zu den letzten beiden, die Tier 4 Raketen. Und da haben wir einmal die Antimaterie und wir haben einmal die rote Materie. Und rot, natürlich, was in meinem Namen steht, machen wir die zuletzt. Also schicken wir die Antimaterie schon mal rein. Oh, sieht schon krank aus. Let's go. Ich fliege ein bisschen weiter weg. Ich will nicht, dass das Game wieder crasht. Oh. Es gab jetzt keinen großen Knall und ey, Bro, bleib weg da. Ja. Das war auf jeden Fall Antimaterie. Jetzt kommt die rote Materie. Und die rote Materie, ihr werdet sehen, sieht schon gefährlich aus. Und das ist sie auch. 3, 2, 1. Ey, du fliegst in die falsche Richtung. Oh, shit. Oh, je. Oh, shit. Ja, das Ding. Ihr könnt euch denken, was es macht. Da unten ist ja schon Bedrock. Oh, wow. Ja. Ich werde jetzt schon angezogen, obwohl ich hier oben stehe. Oh, shit. Ja, mal los, dass du... Ja. Ist einfach zu stark. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es mich komplett anzieht. Ja, es zieht mich ab hier schon an. Alter. Das wird sowas von. Nicht denken, das ist cool. Der arme Berg, ey. Naja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.